Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von WP Public Works in Resources. In der letzten Folge haben wir ja damit begonnen, dass wir den zweiten Teil der Zugfahrt von der Grenzstation zum Güterbahnhof von Schwarzhof gemacht haben. Und dann haben wir größtenteils nochmal die Finanzen, die Bevölkerung nochmal genau angesehen und ebenfalls darum gekümmert, dass hier die Kohlenindustrie weiter fortgeschritten wird oder fortgeschritten wird, ja. Dann wollen wir jetzt mal gucken, wo sich die Züge jetzt ungefähr befinden. Also die Stahlmenge, die wir brauchen, um die Kohleindustrie fertigzustellen. Hier fährt jetzt einmal ein Zug mit Baumaterial zur Grenze. Und hier oben steht auch noch einer, der wird gerade entladen. Weil ich habe ja zum Ende der letzten Folge dazu ja gesagt, dass wir ja die Einnahmen dann wieder relativ gut in der Hand haben können. Und der Güterzug, der jetzt hier in der Grenze steht, hat ja dann Waren im Wert über 20.000 Rubel hat er ja an die Grenze gebracht. Und so viel werden wir jetzt knapp vielleicht 17.000 Rubel jetzt insgesamt plus machen in diesem Monat. Trotz, dass wir einmal ein Fahrzeug und Arbeitskräfte aus dem Ausland geschaffen haben. Damit haben wir jetzt auch einmal wieder einen neuen Umschlag bekommen. Und zwar wird jetzt eine Lokomotive eingestellt, die Produktion, und zwar von der Lokomotive Class 700. Jetzt nimmt der Zug auch einmal wieder Stahl mit. Wird natürlich dann auch wieder von unserem Konto mit abgezogen. 10.000 kostet, bringt das jetzt, was wir bezahlen müssen. Also werden wir vielleicht ein bisschen Plus am Ende des Monats vielleicht haben. Hier ist ja noch der andere Zug, der bringt dann wiederum knapp 2.000 Rubel, also werden wir vielleicht knapp, werden wir ein bisschen Plus machen. Was ja auch wiederum eine schöne Sache ist. Öl, also Bitumen und Kraftstofflager sind relativ gut gefüllt. Kraftstoffvorlager sogar sehr gut, also füllt sich langsam wieder. Das Kino befindet sich in der letzten Bauphase, da brauchen wir nur noch etwas mehr als 7 Tonnen Stahl, dann ist das Kino fertiggestellt. Dann können unsere Bevölkerung, die sich hier in Erlingen befindet, auch Filme ansehen. Wo die Filme jetzt allerdings dann herkommen, darauf haben wir keinen Einfluss. Also können wir jetzt nicht sagen, ob die Filme jetzt zum Beispiel aus Hollywood oder aus Moskau kommen, also quasi von den USA oder aus sowjetischen Produktionen, können wir darauf leider keinen Einfluss nehmen. Hier fehlt das auch nochmal an Stahl für das eine Förderband. Hier ist das erste Förderband auch schon fertiggestellt worden. Hier fehlt es auch nur noch an Stahl. Stahl und mechanische Baukomponente. Hier haben wir darum auch nichts da. Mal gucken, was der Güterzug, der da dafür unterwegs ist, ob der da überhaupt momentan was mitbringt. Ja, bringt er auch mit. Und ja, 100 Tonnen bringt er davon mit. Er kann 18 Tonnen elektronische Komponente und 26 mechanische Komponente. Vielleicht bringt er ungefähr die Hälfte davon mit. Vom mechanischen Komponenten. Also vielleicht 13 Tonnen oder sowas. Unsere Holzindustrie läuft auch relativ gut. Ist auch keine Probleme. Holzlager sind alle sehr schön voll. Nur Bauziegel fehlt es hier momentan wieder ein bisschen, ne? Tja, dann können wir auch schon mal anfangen, Münster weiter ausbauen zu können. Können wir jetzt dann die ganzen Leute wieder zurück oder zurücksiedeln, die wir anfangs hier nach Erlingen und dann zuerst nach Schwarzhof und dann weiter nach Erlingen umgesiedelt haben. Können wir dann quasi jetzt wieder hier zurücksiedeln. Das Gebäude wird voll. Und zwar
warten die, bis das Gebäude voll ist. So, jetzt, dann kommt das nächste. Und dann beginnen wir damit, hier in Münster städtische Einrichtungen zu errichten und so weiter und so fort. 450, jetzt ist das Gebäude auch wieder voll. Nehmen wir auch knapp 100. Erstmal die großen Wohnhäuser. Die kleinen können sich dann nach und nach von selber wieder auffüllen, also die kleinen Wohnhäuschen. Hier haben wir auch relativ viele. So, wie viele? Die haben wir jetzt knapp noch 26. Warten mal kurz noch, bis hier sich das Haus wieder gefüllt hat. Müssen auch noch welche wohnen, die noch bei ihren Eltern zu Hause leben. Ja. Damit haben wir das hier wieder aufgefüllt. Nehmen wir dann jetzt die von hier. Hier ziehen auch immer wieder welche aus. Haben wir hier auch wieder vier wieder rausgenommen. Füllt sich aber von selber wieder schnell nach. Haben wir hier nochmal 55. Na, das war diese falsche Taste. Hier sind es auch nochmal 5. Hier sind es noch 46. Also, meine Güte, immer auf die falsche Taste. Hier haben wir diesmal keine rausgenommen. Oh, sogar nur noch 38, sehr schön. Es wird immer weniger. Hier haben wir jetzt noch 12. Wie viele haben wir noch hier? 28. Müsste dafür eigentlich auch noch ausreichen. Damit haben wir... Ja. Also, dann beginnen wir es damit, die Häuser in Münster fertig zu errichten oder fertig zu planen. Ich würde hier vorschlagen, dass wir diesen Platz hier, werden wir hier eine große Bushaltestelle errichten, also eine große Busplattform. Warum? Weil erstens bietet sich das hier an, weil das relativ schön zentral gelegen ist. Die meisten Häuser lassen sich von der Haltestelle dann auch erreichen. Und erstens fehlt hier noch der Bürgersteig und hier können wir dann die Bushaltestelle eben schön an das bestehende Straßennetz mit anschließen. Mal gucken, welche wir dann nehmen. Nehmen wir die hier. Oder nehmen wir die Mod-Variante davon. Und zwar ist das ja, die hier. Einmal aus dem Grund, weil das einmal ja eine Bushaltestelle ist, die mit Oberleitung bestückt ist. Also könnte man sich quasi überlegen, ob man sich wenn wir hier in Münster weiter wächst und so, wenn es weiter wächst, immer größer wird, können wir dann hier ja vielleicht auch irgendwann einmal hier sozusagen ein O-Bus-Netz sozusagen aufbauen. Wenn wir mehrere innerstädtische Buslinien haben, die hier in Münster verkehren und wir keine Lust haben, unser teuer produziertes und teuren Kraftstoff hier in der Stadt zu verblasen, können wir auch ein bisschen auf die Umwelt ein bisschen mitachten. Und dann können wir es in dem Fall auch so machen, dass wir hier eben dann O-Busse einsetzen. Deswegen errichte ich dann hier dafür eine Bushaltestelle, also eine O-Bushaltestelle. Hole dann auch schon mal das Konstruktionsbüro dafür, dass wir die Straße errichten können. Geht auch mit Baumaschinen. Reicht das überhaupt aus, dass sie überhaupt von hier... Ja, reicht auch aus, also können sie auch theoretisch selber machen.
füge ich jetzt aber allerdings noch mal per Hand zu. Hier brauchen wir noch mal das Konstruktionsbüro, das uns hier die elektronischen Komponente liefern kann. Und dann brauchen wir eben noch mal die Arbeiter aus Schwarzhof und ebenfalls aus Erlingen. Da oben haben wir es. Das platzieren wir dann hier hin. Ungefähr so auf die gleiche Höhe von der Bushaltestelle, also von der Busplattform, lasse ich dann hier auch das Einkaufscenter errichten. Das kleine. Reicht auch wieder hier vollkommen aus. Vielleicht so ein bisschen versetzt hier neben der Bushaltestelle. So kriegen wir dann auch noch einen Fußweg mit durch. Können wir dann noch schon einen Fußweg dadurch verlegen. Dann brauchen wir einmal das Rathaus. Das können wir hier auch noch schön mit dazu belegen. Also noch dazu packen. Hier hin. Dann schließen wir diese beiden Gebäude ebenfalls an das bestehende Straßennetz mit an. Einmal hier, einmal da. Hier haben wir dann auch eine kleine Kreuzung drin. Ist nur die Frage, ob wir da auch einen Fußweg mit rüberkriegen. Nein, das ist hier leider nicht möglich. Da müssen wir die Planung noch ein bisschen umändern. Ja, jetzt kriegen wir hier auch einen Fußweg durch, so dass wir nachher irgendwann, wenn wir hier alles soweit fertiggestellt haben, dass wir hier auch einen Fußweg dann hier an dieser Straße eben mit verlegen können. Dann nehmen wir die Straße mit in Planung mit ein. Wird sein, dass das Rathaus wahrscheinlich eher fertiggestellt wird als das Einkaufscenter. Ganz einfach aus dem Grund, weil das ja jetzt hier schon per Bürgersteig schon angeschlossen wird. Aber es wird sich später noch zeigen, ob das auch so läuft, wie ich es mir vorgestellt oder also wie ich es mir ausgedacht habe. Das noch mit hinzufügen. Dann brauchen wir einmal hier ein oder zwei Kindertagesstätten und ein oder zwei Schulen. Einmal nochmal den Briefumschlag angucken. Da wird noch, also haben wir nochmal die Class 700. Nochmal Bescheid gesagt, dass die jetzt komplett eingestellt worden ist. Eigentlich schade. Also ich würde vorschlagen, dass wir hier zwei Kindertagesstätten und zwei Schulen errichten. Einmal kommt hier irgendwo hier eine Schule und eine Kindertagesstätte hin und dann nochmal am anderen Ende. Sozusagen einmal im Westen und einmal im Osten. Dafür stört allerdings dieses kleine eine Wohnhaus, deswegen wie siedeln wir die Leute, die da drin wohnen, um, reißen es ab, entfernen hier den Bürgersteig und platzieren wahrscheinlich dann hier drinnen einmal die Kindertagesstätte. Dafür nehme ich dann jetzt die aus dem Spiel vorgefertigte Version. So sieht sie aus. Ein bisschen mehr Abstand von der Straße, so ist schon vonnöten, damit wir dann auch den Bürgersteig dort mit einrichten können. Ist ein relativ großes Gebäude, aber in Münster können wir uns ja auch ein etwas größeres Gebäude erlauben. Als nächstes kommt dann die Schule, ebenfalls vom Spiel vorgefertigt, allerdings dann etwas so ein bisschen weiter hinter von der Kindertagesstätte. Dann müssen wir hier den Gehweg hier auch noch mal ein bisschen zurückbauen, so dass wir hier dann quasi eine schöne Kreuzung errichten können, also eine Fußgängerkreuzung. Müssen wir ebenfalls wieder anschließen. Oder besser gesagt errichten. Brauchen wir auch die Konstruktionsbüros dafür. Einmal hier, einmal da, einmal hier. Am Anfang. Das hier erreichen wir auch noch. Gut. Also das aus Schwarzhof auf jeden Fall. Dann gucken wir nochmal das an aus Erlingen. Das reicht nur noch bis ungefähr knapp bis zur Bushaltestelle. Aber müsste theoretisch eigentlich noch auch erreicht werden können. Dann fangen wir hier drüben an der anderen Seite noch weiter. Hier richten wir die Kindertagesstätte hier so zwischen dem See oder
Sie der Straße oder doch die Schule? Die Schule würde eigentlich hier mehr Sinn machen. Also würde es jedenfalls schöner aussehen. Dafür platzieren wir dann hier, genau hier die Schule. Und die Kindertagesstätte errichten wir dann hier. Hier errichten wir dann die Kindertagesstätte und müssen wir dann hier auch erstmal die Straße, Anschlussstraßen fertigstellen. Einmal hier, einmal da. So, die Straßen und Fußwege. Ja. Und dann noch die beiden Konstruktionsbüros, damit wir die Arbeiter auch hinbekommen. Und damit können wir das Rasterfenster dann auch erstmal rausnehmen. Und so haben wir dann auch erstmal Münster mit den Notwendigsten erstmal auch versorgt. Tja, der Stahlzug müsste eigentlich auch schon längst hier oben angekommen sein, wenn ich mich nicht irre. Ja, war er auch und bringt jetzt auch wieder hier Baumaterial wieder zurück. Der andere fährt hier zum Betonlager, um ihm wieder Beton abzuholen. Jetzt wurde auch das Kino fertiggestellt, also das war eins der Gebäude, das hier mit dem Kino fertiggestellt worden ist, also mit der Stahllieferung. So, dann kann ich einmal hier kurz hier drüber erzählen. Das Kino hat eine kleine Besonderheit, also man kann das, Kino ist hier eine Sache, die man des Updates mit den Touristen hinzugefügt hat, also da hat man noch ein paar Sachen hinzugefügt. Die Sterne, die hier angezeigt werden, die 5 Sterne heißen, welche Qualität das Kino eben hat. Und die Leute müssen dann auch dementsprechend Preis dafür bezahlen. Preislevel liegt bei 3 Punkten. Und ich schätze mal, das sind vielleicht 3 oder 6 Rubel oder irgendwie sowas. Und dann haben wir nochmal den Rang darüber und dann Besucher, die dann eben dafür warten. Was allerdings ja nicht so hoch ist. Die momentan haben wir genug Platz, dass hier alle Besucher auch eben am Kino versorgt werden können. Dann ist wahrscheinlich hier auch dieses Förderband weiter fertiggestellt worden. Ja, da fehlen noch 5 Tonnen Stahl. Und ansonsten sind, glaube ich, die anderen Bauwerke alle mehr oder weniger noch nicht mit Stahl versorgt worden. Dann gucken wir mal die Briefumschläge nochmal an. Hier haben wir einen LKW, der ebenfalls eingestellt worden ist. Dann haben wir einmal den W50 als Sattelschlepper jetzt bekommen. Sehr schön. Und dann haben wir noch die Baureihe VT 2.01, die Ferkeltaxe aus der DDR, also sozusagen der Schienenbus der DDR. Auch ein sehr schönes Fahrzeug. Ob ich es einsetzen werde, hängt mehr oder weniger davon ab, ob wir hier irgendwann hier Produktionsstätten haben, die außerhalb von Städten liegen, die wir aber allerdings dann auch mit der Schiene irgendwie anbinden wollen. Für den Abtransport der Waren oder Antransport von Waren und so weiter. Dann wurde auch ist eben gerade hier die Bushaltestelle fertiggestellt worden. So, welche Gebäude können jetzt hier von der Bushaltestelle aus erreicht werden? Und zwar ist das einmal hier die Kohlenfertigungsanlage und dieses eine Zwischenspeicher. Das heißt, wir müssen dann jetzt hier zwischen noch ein paar Fußwege ziehen, so dass die Arbeiter oder auch die späteren Angestellten die Gebäude auch problemlos erreichen können. Wir brauchen den Fußweg. Dann ziehen wir hier Fußweg durch. Leider nicht. Kriegen wir hier eins durch? Ja. Da kriegen wir den Fußweg durch. Alles klar. Mal gucken, ob das was bringt. Das habe ich jetzt natürlich angeschlossen.
Ziehen wir hier einmal runter und schließen wir das dann hier an und dann lassen wir auch diesen Bürgersteig oder Fußweg eben fertig errichten. So wird das Konstruktionsbüro und das dafür einmal mit verwenden und dann ebenfalls das hier noch, damit das Baumaterial eben relativ schnell an Ort und Stelle ist. Dann brauchen wir noch mal die Leute dafür, die das dann eben fertigstellen. Einmal hier, einmal da. Und dann brauchen wir auch noch mal die aus Erlingen. Die haben wir hier oben. Einmal hier und einmal da. So, dann können wir theoretisch gesehen erstmal gucken, wie hoch die Arbeitslosenquote einmal hier in Schwarzdorf und einmal in Erlingen ist. War klar, dass sie in Erlingen ein bisschen höher ist als ist, höher ist als in Schwarzdorf. Damit können wir dann jetzt auch zwei neue Werkslinien erstmal planen. So. Die eine wird dann eben aus Schwarzdorf einmal anfangen, wird einmal hält einmal hier und einmal da. Wie sie dann genau dorthin fährt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht fährt sie hier. Den Weg wird sie wahrscheinlich nicht nehmen, weil der längste ist. Sie wird wahrscheinlich hier oben und dann hier rum oder hier hinten rumfahren. Fügen wir hier noch mit hier die Haltestelle hinzu. Ja, sie fährt hier oben den etwas längeren Weg an, weil der Weg hier zwischen über die Schotterpiste noch ein bisschen zu lange dauert. So, wie nennen wir dann diese Buslinie? Werkslinie. Die wievielte ist das eigentlich in Schwarzhof? Das ist dann die Werkslinie 2. Werkslinie 2. Damit wir auch genau wissen, wo der dann hinfährt. Kohle Schrägstrich Kraftwerk. Sehr schön. Das nehmen wir dann hier mit in die habe ich noch vergessen, Schwarzhof mit hinzuschreiben. Ui. Also nee. Schwarzhof, Werkslinie, Kohle und Kraftwerk. Nehmen wir das so mit rein. Haben wir die jetzt hingeschmissen? Ob sie hier schon auftaucht. In die Planung mit reingenommen, aber speichert er nicht ab. Schade. Also wird hier wahrscheinlich auch keine Linie angezeigt. Schade, müssen wir dann auch erstmal wieder ein paar Busse dafür kaufen. Können wir in diesem Monat auch machen. Haben wir erstmal noch genug Geld dafür. Allerdings kaufe ich dann erstmal nur zwei Busse dafür. Dafür müssen wir erstmal gucken, welche Busse wir dafür genau verwenden. Ich würde dafür quasi den Icarus verwenden, weil er eben dafür die meiste Kapazität hat. Oder wir können es dann auch so machen, dass wir hier die Icarusse dann hier die Skodas ablösen und die Skodas werden wir dann erstmal dafür verwenden, um sie dann hier zur Kohlenindustrieanlage einsetzen zu können. Wie viele haben wir denn da momentan eigentlich unterwegs? Das ist ja hier die Linie. Oha, das sind 8 Stück. Jede Menge. Also das heißt, das Depot hier ist dann wäre dann auch voll mit Fahrzeugen. Und die Fahrzeuge könnten wir dann auch so aufteilen, dass wir dann einmal 4 von Schwarzhof aus hierher fahren und dann 4 von Erlingen. Erstmal.
würde aber erstmal vorschlagen, dass wir erstmal zwei Icarus zu kaufen. Zwei oder vier, dass wir erstmal hier vier abziehen können. Und dann erstmal jeweils zwei Richtung Erlingen und Schwarzhof einsetzen. Das können wir jetzt auch eben mal schnell machen. Einmal kurz mal gucken. Von Erlingen aus haben wir keine Buslinie, die hier zum zur zur Ölraffinerie gehen, oder? Nee, das macht mal Schwarzhof. Erlingen. So, schon wieder, das ist war ja die Holzlinie. Holz. So. Einmal, da haben wir dann, hier ist noch die erste Werkslinie von Schwarzhof. Die nehmen wir auch noch mal auf Baumaterial. Damit wir auch ganz genau wissen, wo die Fahrzeuge hinfahren. Höre zwar eine Überlegung wert, dass wir hier von Erlingen auch eine Buslinie einrichten, die nach zur Ölraffinerie führt. Vielleicht ein, zwei Fahrzeuge. Und dann hier die ja, schwierige Frage. Also kaufen wir jetzt erstmal die zwei Busse. Erstmal nur zwei von dem Icarus 556. Stück. Erstmal aufs Lager packen, dann haben wir noch mal hier Prüfungsschlag bekommen. Und zwar haben wir jetzt die Straßenbahn, und zwar die T3. Die T3 ist die Tatra, es ist eine Tatra Straßenbahn. Tatra wurden in der in Prag produziert, in der tschechischen in Tschechien. Ist auch eine Straßenbahn, die in der DDR relativ stark verbreitet war. Glaube ich auch heute noch teilweise in einigen Städten auch noch unterwegs ist oder unterwegs war. So, was haben uns die Fahrzeuge jetzt gekostet? Das sind jetzt knapp 19.000, haben uns die zwei Fahrzeuge gekostet. Dafür nehmen wir die jetzt hier in die Buslinie. In diese hier für die Ölindustrie. Die Linie können wir ja auch einmal umbenennen, und zwar Schwarzhof Werkslinie 2 Öl. Sehr schön. So, damit nehmen wir dann jetzt hier die beiden Icarusse in den Fahrplan mit auf. Schicken sie auf die Linie, und dafür nehmen wir dann jetzt gleich zwei Busse aus dem Liniendienst hier von der Werkslinie 1, glaube ich, war das jetzt. Kann ich nochmal angucken. Das ist der jetzt, der liefert dann jetzt die Arbeiter ab. Den sagen wir, fahr ins Depot zum Zwischenspeichern, dann werden wir ihn später auf eine andere Linie neu einsetzen. Da haben wir den zweiten, 65 fährt er, und der Icarus fährt 80, also ist auch wesentlich schneller als die von Skoda. Ist ja auch kein Wunder, die Skoda sind ein bisschen älter, da gab es noch ältere Modelle. Als wir die gekauft haben, gab es noch nicht so starke Motoren für dieses Modell. Nee. Ich überlege gerade, ob man nicht hier noch irgendwo noch ein Feld irgendwo mit reinplacken packen könnte, um hier die Feldindustrie oder unsere industrielle Agrarbetrieb, genauer gesagt, genau so heißt das, eben nochmal ein weiteres Feld zu geben, wo sie auch noch mehr Pflanzen produzieren können und auch gegebenenfalls abernten können. Dieser Bus hat jetzt auch seine Endhaltestelle erreicht, und damit sagen wir jetzt, dass er eben falls erstmal ins Depot fahren soll. So, die Icarus müssen jetzt hier unten angekommen sein. Oder kurz davor. Ja, hier befindet sich einer.
fahren jetzt, glaube ich, beide zum Tanken. Hier befindet sich noch der andere. Und aus der Nahansicht sind das eigentlich sehr schöne Fahrzeuge. Sehr schöne sogar. Ja. Errichten wir dann erstmal die beiden Werkslinien. Eine geht hier einmal dann von hier ab. Und endet dann einmal hier. Sagen wir erstmal, dass wir hier erstmal noch ein Fahrzeug haben wollen. Brauchen wir erstmal nochmal die Liste, die wir hier haben. Das ist dann die Werkslinie 2 und das wird dann, also an der wir jetzt arbeiten, wird dann Werkslinie 3. So, was soll er da machen? Hier soll er nur Arbeiter mitnehmen. Hier ebenfalls. Und hier soll er wieder alle rausschmeißen. So. Was? Hof. Werkslinie 3. Kohle. Schrägstrich. Kraft. Werk. Sehr schön. Mit übernehmen. Fahrzeug hinzufügen. Hier ist mir gerade aufgefallen, dass ich hier einen Buchstaben mit vergessen habe. Bei Schwarzhof habe ich da vergessen, das T mit hinzuzufügen. Einmal noch mal schnell machen. Sehr schön, jetzt sind sie auch wieder alle im Register, glaube ich, mit drin. Keine Ahnung, was da jetzt stimmt, aber ist das jetzt auch nicht so gravierend. Als nächstes errichten wir dann hier die Werkslinie von Erlingen aus zur Kohleindustrie. Neue Linie einrichten. Von hier nach. Ja, komm. Da. Einfügen. Also Fahrplan, Streckenverlauf bestätigen. Hier das Fahrzeug noch mit hinzufügen. Dann sagen wir, hier oben soll er in Erlingen nur Arbeiter mitnehmen, auch keine Touristen. Bestätigen. Und unten da und hier unten schmeißt er sie eben wieder raus. Erlingen. Werkslinie 2. Kohle, Klammer, Kraft, Werk. So, damit ist die Linie auch hinzugefügt werden worden. Fahrzeug einmal auf die Strecke schicken. Die Fußwege sind dann auch fertiggestellt worden. Mal gucken, ob die... Ja, sehr schön. So wollte ich das auch haben. Also... Jedes Gebäude, also dass wir, wo wir später nur die Arbeiter hinschicken müssen, wird von jeder Haltestelle aus, ist davon aus erreichbar. Und sogar auch noch einige mehr, die wir für den Bau nachher auch verwenden können. Einmal dieser kleine Förderungsturm, der erste, der zweite leider nicht. Aber auch alle anderen Gebäude sind hier auch erreichbar. Mal gucken, ob wir hier auch noch diesen das Einlager mit ihr hier erreichen können. Mal gucken, vielleicht reicht der hier ein einfacher Trampelfahrt aus. Kann man ja einen ausprobieren, ne? Ja, da kommen sie auch problemlos hin. Sehr schön. Ist doch sehr zufriedenstellend, nicht?
Dann können jetzt die Arbeiter auch hier problemlos hin und her pendeln. Brauchen dann nicht mehr hier mit den Werksbussen für die Kunst von den Konstruktionsbüros dahin fahren. Eigentlich alles sehr schön. Wie läuft es denn hier ungefähr? So, wir gehen. Ach so, stimmt. Hier fehlt das jetzt noch einmal ein Stahl. Hier fehlt das. Ich habe vergessen, die ganzen Konstruktionsbüros hinzuzufügen, Idiot. Oder die haben es irgendwie selber nicht gemacht, warum weiß ich nicht. War ja eigentlich mit im Betätigungsreich, er fällt ja eigentlich mit drin. Einmal hier, so machen sie es. Und hier haben sie es auch gemacht, aber müssen wir auch noch weiter machen. Einmal Erlingen und dann einmal. Tankstelle müssen wir hier oben in Münster nicht errichten. Da haben wir auch schon eine eigene, wurde vom Spiel schon aus eine errichtet. Sehr schön. Dann gucken wir einmal, wo sich die Güterzüge befinden. Hier befindet sich ein Güterzug auf Rückweg. Hat einmal Stahl dabei. 26 Tonnen, sehr schön. Und dann haben wir noch einen schönen Güterzug, der einmal Bitumen und Treibstoff an die Grenze bringt und wieder ein bisschen gegen Bares eintauscht. Na, ob das vielleicht was wird, weiß ich nicht. Müssen wir einmal kurz mal gucken. Hier oben steht kein Zug, also wird das vielleicht noch was. Aber auch wirklich nur vielleicht. Na, wo sich der andere Güterzug befindet. Dann müsste wahrscheinlich hier. Nein. Habe ich ihn jetzt hier oben übersehen oder was? Hier oben befindet er sich nicht. Tja, wie schnell man mal den Überblick verlieren kann, ne? Hier befindet sich der Ölzug. Hier befindet der sich. Meine Güte, wo befindet der sich jetzt? Ach, der befindet sich jetzt hier. Alles klar. Habe ich durch das ganze Suchen den gar nicht gefunden. Habe ich ihn die ganze Zeit übersehen. Nun ja, jetzt haben wir ihn ja und er befindet sich dann auch auf dem Weg Richtung Grenze. Mal sehen, vielleicht wird da was raus, vielleicht auch nicht. Also hätten wir die Busse nicht gekauft, dann hätten wir es hinbekommen, sonst vielleicht ja, sonst nicht. Und eben davon. Das ist auch wiederum nur ein Werksbus. Entschuldigung, meine Nase ist momentan ein bisschen verstopft. Muss ich gleich mein Taschentuch dafür verwenden. Kino läuft auch mehr oder weniger. Dadurch ist Kulturangebot eigentlich auch ein bisschen gesunken. Aber was will man machen? Tja, was wir dann als nächstes machen werden, ist wahrscheinlich, also wenn dann hier eigentlich hier die Kohleindustrie fertig ist und hier in Münster auch die ersten, also die ersten Einrichtungen, die dringendsten Einrichtungen fertiggestellt sind, wenn wir dann hier irgendwo noch eine Universität errichten, um gebildete Leute zu, also mit Universitätsabschluss zu bekommen und dann noch weitere und was wir eben dann noch alles benötigen, vielleicht weitere Wohnhäuser, vielleicht dann noch hier im Bahnhof und im Schwarzhof wollten wir auch noch einen Personenbahnhof errichten. Nach Erlingen werden wir vielleicht keinen rauskriegen oder vielleicht, wenn wir höchstens hier vielleicht einen Tunnel durchschlagen, könnten wir vielleicht hier irgendwo noch einen Bahnhof errichten, aber das ist alles eine Sache, die wir erst in der Zukunft klären werden.
Ich hoffe, es hat euch damit die heutige Folge von Starfield Republic's Works and Resources gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer ihr euch die Folge ansieht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.